Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Übertragung aus dem Parlament. Rund 3000 Bürger aus der EU, überwiegend Männer, kämpfen derzeit an der Seite der terroristischen Milizen in Syrien und in dem Irak. Und die Ausrufung eines sogenannten Gottesstaates hat die Zahl derer, die aus Europa dorthin gehen, noch verstärkt. Das sagt der Antiterrorbeauftragte der EU. 140 Personen, die aus Europa in das Krisen- und Kriegsgebiet gegangen sind, stammen aus Österreich, schätzt das Innenministerium. In der Aktuellen Stunde, die soeben durch Nationalratspräsidentin Doris Burris eröffnet wird, wird es unter anderem darum gehen, wie dem Dschihadismus weltweit, aber auch im Land selber zu begegnen. Im Anschluss daran findet dann eine Aktuelle Europastunde statt. Da geht es noch einmal um die Folgen der Ukraine-Krise, Stichwort Sanktionen gegen Russland. Ich darf Ihnen einen informativen Vormittag wünschen. Wird durch die Bundesministerin für Familien und Jugend, Magistra Doktorin Sophie Kamersin, sowie der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres, Sebastian Kurz, wird durch den Bundesminister für Justiz, Dr. Wolfgang Brandstätter, vertreten. Ich gebe bekannt, dass die Aktuelle Stunde und die Aktuelle Europastunde auf ORF 2 live übertragen werden. ORF 3 wird diese Sitzung in voller Länge live übertragen. Wir gelangen nun zur Aktuellen Stunde mit dem Thema Keine Chance dem Dschihadismus, Maßnahmen Österreichs gegen die terroristische Bedrohung. Als erster zum Wort gemeldet hat sich der Herr Abgeordneter Amon. Ich erteile es ihm und mache darauf aufmerksam, dass die Redezeit 10 Minuten beträgt. Herr Abgeordneter.